Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Vivi und wir machen heute eine etwas andere Folge. Und zwar, ihr seht schon, irgendwie bin ich unter Pferd unterwegs und so weiter. Das hat auch einen bestimmten Grund und zwar machen wir heute einen... Ja, wir quatschen. Wir quatschen, wir reden einfach über die letzten Ereignisse. Meine letzten Ereignisse waren mein Urlaub und ich war ja in Finnland und passend dazu würde ich mir gerne für, ja, speziell auch diesen Blog, wie auch immer man das nennt, ich bin noch nicht up to date, ein Finnpferd kaufen. Einfach um dann über den Urlaub mit euch gemeinsam darüber zu reden, wie war es und was haben wir alles so erlebt und so weiter. Jetzt müssen wir erstmal uns ein Pferdchen aussuchen. Ich bin tatsächlich echt überlegen. Ich habe ja schon ein Finnpferd und das hat diese Mähne. Und zwar ist das hier. Finde ich eigentlich ganz süß. Irgendwie erinnert mich das einfach an die Norweger natürlich. Nur, dass das keine Norweger sind. Logischerweise, wow. Ich weiß nicht. Ich finde, das sieht immer hier so abgeschnitten aus. Ich weiß auch noch gar nicht, welche Farbe. Jetzt wird es schwierig, meine Freunde. Das sieht auch süß aus, ne? Das ist einfach nur ein Fuchs. Sieht aus wie ein Falbe mit Silbergen. So ein bisschen. Das ist einfach sehr, sehr hell. Den haben wir. Der gefällt mir an sich ganz gut, nur die Augen gefallen mir leider irgendwie nicht. Und das ist mir zu krass. Das ist mir einfach zu krass. Ich weiß, dass es das jetzt gibt, aber es ist mir zu krass. Ich tendiere... Ja, ich glaube, es wird der. Ich glaube, es wird dieser. Und ich weiß noch nicht, welche Mähne. Nee, ich glaube, wir müssen mal die normale Mähne lassen. Genau. Das kaufen wir uns. Das wird ein... Ich glaube, das wird ein Hengst. Ein Erwachsener. Und noch schnell einen Namen muss ich rausfinden. Ja, meine Freunde, das wird T-Fly. Kaufe ich, werde ich sofort reiten und dann werde ich mir schnell ein Outfit raussuchen. Und dann wird es auch schon losgehen mit dem Leveln und ich werde dann dabei mit euch quatschen und über den Urlaub reden. So, meine Freunde, ich bin aus dem Stall zurück und wir haben T-Fly gesattelt. Warum T-Fly? Es erinnert mich an den Flug, der übers Meer ging. Mein allererster Flug überhaupt. Ich war so aufgeregt. Das heißt aufgeregt. Doch, ich war aufgeregt, sehr aufgeregt. Aber ich habe mich viel mehr gefreut, als dass ich irgendwie Angst hatte. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ihr das gar nicht kanntet. Ich habe mich so sehr darauf gefreut. Genau, ich werde jetzt einfach nebenbei ein bisschen leveln und werde euch ein bisschen was erzählen. Also, wir sind montags geflogen. Und wie gesagt, das war mein allererster Flug überhaupt. Mein Freund ist schon öfter geflogen oder schon relativ oft geflogen, aber ich eben nicht. Und deshalb war es doppelt aufregend, ich kann es euch sagen. Ja, es war ungewohnt. Jeder, der schon geflogen ist, der kennt es. Es war ungewohnt, aber ich hatte so ein Kribbeln im Bauch. Ich fand es so cool, wirklich. Ich fand das so cool. Außer als die Maschine so ein bisschen gedreht hat und ja, da wird einem schon ein bisschen anders. Aber es war so nice, es war so nice. Okay, gut. Und da sind wir angekommen und haben dort ein Auto gemietet gehabt, schon vorreserviert. Und ja, es war einfach sehr interessant. Du wusstest, worauf du dich einlässt natürlich. Niemand spricht deine Sprache, du kannst dich nur auf Englisch fortbewegen, wollte ich gerade sagen. Nur mit Englisch verständigen. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, tricky manchmal. Wenn man wenn man nicht gut Englisch spricht. Und mein Freund kann das zwar. Er versteht das sehr gut, aber er redet es nicht so gerne. Und bei mir ist es genau andersrum. Oder gefühlt. Also ich bin auch nicht super gut darin, aber ich verstehe halt vieles nicht, wenn die einfach zu schnell reden oder so. Egal, wir haben es einfach gut hinbekommen. Muss man einfach sagen, wie es ist. So. Dann haben wir das Auto abgeholt. Das haben wir dann für die ganze Woche auch gehabt. Und ja, wir sind reingefahren, direkt aus der Stadt heraus und wir haben uns direkt umgeschaut und dachten so, boah, du merkst auf jeden Fall, du bist in Finnland. Irgendwie war das alles so richtig, richtig schön. Es war so,
Ja, wenn man das aus Dokus kennt vielleicht irgendwie. Es war mehr felsig, es war sehr hügelig, die Straßen waren sehr schwungvoll, wie ein bisschen wie auf der Achterbahn und viel, viel weniger Menschen. Es ist so krass, wenn du so aus Berlin kommst und ja, oder aus der Stadt bist, wo du wohnst, sondern da ist halt nicht viel los. Und was mir sofort aufgefallen ist auf der Autobahn, die Leute sind so entspannt. Die fahren wirklich alle Tempo, Limit oder sogar darunter, ohne Stress, ohne irgendwas. Auch wenn mal einer von hinten angedüst kommt, da gibt es keinen Gehupe, Lichthupe oder sonst etwas. Nein, es ist alles einfach entspannt und kommst du heute nicht, kommst du morgen, ne? Also ich finde, wir sollten, also vielleicht jetzt kein total krasser Lebensstil, aber diese Leute sind nicht umsonst die glücklichsten Menschen mit auf der Welt. Und wir in Deutschland sind immer nur so gestresst, haben schlechte Laune und so. Da kann man sich schon echt eine Scheibe von abschneiden. Bin ich ehrlich. Naja, im Endeffekt sind wir dann, ja, wir sind angekommen und dann wurde uns auch direkt alles gezeigt. Das war eine Villa am See. Also das heißt Villa, es hört sich jetzt sehr pompös an, aber es war einfach ein Haus am See. Wie es in Finnland üblich ist, mit einer Sauna, die wir natürlich nicht benutzt haben, weil es einfach zu warm war und ja, wir sind nicht so die Saunengänger, aber in Helsinki, beziehungsweise in Finnland grundsätzlich, das ist ja so, dass die oft saunieren und ja, es war einfach wunderschön. Der Eigentümer hat uns da alles gezeigt, hat wunderbar Englisch gesprochen und hat uns da gezeigt, wo wir grillen können. Da gab es weiter oben ein Grillhäuschen, wir konnten am Steg, wir hätten schwimmen gehen können. Paul war auch mal drin und hat sich das alles mal vorsichtig angeguckt. und das Grundstück hat er uns grundsätzlich gezeigt. Er hatte ein Boot, er hat, das Grundstück war voll mit Pressel und Blaubeeren und ich kann euch sagen, die Blaubeeren waren so, so lecker. Wir durften so viel pflücken, wie wir wollten und haben uns die dann aufs Brot gepackt und das war so lecker. Ihr müsst einfach mal wirklich euch eine Packung Beeren kaufen, die einfach nur mit Butter, vielleicht auch ein bisschen Honig und dann wirklich da einfach mal essen, die Blaubeeren, Himbeeren, was auch immer ihr da haben wollt, einfach mal aufs Brot packen, richtig lecker. Da gab es auch so Sachen wie Blaubeermarmelade und sowas, ne? Blaubeer-Honig, sowas war's. Mein Gott, es waren so viele Eindrücke, ich sag's euch. Ja, und als wir dann auch fertig mit der Tour waren, war es dann so, dass wir noch einkaufen gehen mussten, wir hatten natürlich nichts da. Und ja, ich bin ein Mensch, der ist nach vielen Eindrücken halt sehr erschöpft und dann funktioniert mein Hirn auch nicht mehr und ja, das ist dann alles ein bisschen tricky. Dann habe ich halt einen Aussetzer und starre nur noch durch die Gegend und weiß gar nicht mehr, was ich denn eigentlich hier so mache. Und ja, da hat Paul mich sehr gut aufgefangen, hat gesagt, pass auf, du gehst hier an die Süßigkeitenbar und ich hole den Rest. Das war so genial. Ich sag's euch, in jedem Supermarkt in Finnland gibt es in diesen Supermärkten eine, ich weiß nicht, wart ihr schon mal bei Haribo oder so, wo ihr einfach nur so eine Süßigkeitenwand habt, wo ihr so eine Tüten greifen könnt oder so kleine Eimerchen und ihr könnt da eure Süßigkeiten reinfüllen, einfach so mixen und dann wird es gewogen und gut ist. Sowas gab's da in jedem Supermarkt mit Schokolade und mit Gummibärchen. Es war so lecker, es war so krass. Und es war nicht mal teuer. Also es war richtig, richtig krass. Also die Lebensmittel in Finnland sind schon etwas teurer, aber ja, da muss man einfach auch mal drüber stehen. Wenn man da doch mal so einen Urlaub macht, es ist einfach, es war bombastisch. Also ja, auf jeden Fall haben wir es uns dann gut gehen lassen. Wir haben dann auch eigentlich jeden Abend, außer einen Abend, glaube ich, gegrillt in diesem Grillhäuschen da oben, haben uns dann ein schönes Feuer gemacht und das Grillhäuschen müsst ihr euch so vorstellen wie so ein kleines, ja, im Endeffekt so ein Tipi aus Holz, wo man schön stehen und auch sitzen konnte und nicht so flach, es war nicht sehr flach, es sah aus wie ein kleines Hexenhäuschen und ja, du konntest oben eine Luke aufmachen und wirklich dieser ganze Rauch, der ist von unten nach oben direkt abgedampft und du hattest da gar keine Probleme mit der Luft oder so, wie wir es am Anfang vermutet haben. Es war unglaublich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es war wunderschön. Wir haben auch ganz, ganz oft einfach unten am Steg gesessen und alles angeschaut. Also da brauchten wir nicht mal Handys so. Wir haben einfach, also das ist ein Ort für Leute, die
wirklich aus dem Getümmel mal raus wollen und wirklich auch die Natur wertschätzen. Für die Leute ist Finnland ein wunderbares Reiseziel, bin ich ganz ehrlich. Und für mich hier, die einfach jeden Tag zu viel hat mit Berlin, mit zu vielen Leuten und so, ist das war einfach der Wahnsinn. Ich sag's euch, wie es ist. Es war der Wahnsinn. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der einfach mal ein bisschen ausspannen möchte. Den zweiten Tag ging es dann aber direkt hardcore weiter. Wir sind, wir sind 3 Stunden zu einem Nationalpark gefahren, sind dann da 3 Stunden wandern gegangen und 3 Stunden wieder zurück. Ja, das war schon krass. Aber es hat sich gelohnt, es war einfach toll. Es war einfach toll, man kann es gar nicht beschreiben. Und man war auch so zufrieden die ganze Zeit. Und du hattest nicht die ganze Zeit irgendwas im Kopf, was ja negativ ist. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Nicht negative Gedanken, aber dieser ganze Alltagsstress, der bei uns momentan ja wirklich sehr stressig ist wegen des Umzugs, war einfach wie weggeblasen. Es war einfach wie in eine Welt eintauchen und es wirklich, wirklich genießen. Es war einfach wunderschön. So, und dementsprechend haben wir am dritten Tag dann auch wirklich gesagt, okay, wir spannen aus. Wir haben, ich glaube, das Haus, was heißt das Haus nicht verlassen? Wir haben das Grundstück nicht verlassen. Wir sind, wie war das denn? Wir sind aufgestanden ziemlich spät, haben gefrühstückt, haben uns dann an den See gesetzt und zumindest immer dann, wenn die Mücken uns das erlaubt haben. Die Mücken waren sehr penetrant und vor allem die Bremsen, die waren echt schlimm. Aber wir hatten einen Vorteil, und zwar hatten wir einen Balkon. Und auf diesem Balkon hatten wir auch noch 2 Hängematten. Richtig stylisch. Richtig gemütlich, richtig chillig. Ja, und die Mücken und die Bremsen hatten da gar keinen Bock drauf hinzukommen, weil nämlich rechts an der oberen Kante vom Balkon war nämlich ein Wespennest. Und ihr müsst euch vorstellen, hier in Deutschland, die Wespen, die sind ja einfach so aggressiv, die gehen an euer Essen dran ständig. Und das war da einfach gar nicht. Ich wurde nicht einmal von einer Wespe negativ belästigt, sag ich jetzt mal, obwohl das Nest direkt neben uns war. Einfach, weil die da so viel mehr Freiheiten haben, so viel mehr Natur haben und sich so viel mehr wirklich von dem gönnen können, was sie brauchen und nicht diese enge Not haben, sie müssen hier jetzt an unser Essen gehen, weil sie haben es nicht nötig. Es ist so krass gewesen. Es ist auch, oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht erzählt, diese Luft. Wir sind schon am Flughafen ausgestiegen und wir haben gemerkt, oh mein Gott, was ist das für eine Luft? Die Luft, ja, da kann man auch gerne mal gegen ein Hindernis reiten. Die Luft war so klar, sie war so frisch, sie hat nach nichts gerochen, nach gar nichts. Und als wir in Berlin ausgestiegen sind, haben wir gedacht, wir ersticken mit diesem Frittenfett in der Luft und so weiter. Das war so grauenhaft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr das nicht mal erlebt habt, wenn ihr mal irgendwo wart, wo es richtig rein ist, wo es viel Natur gibt, wo es wenig Stadt gibt, dann, das ist ein so heftiger Unterschied und da merkt man dann halt auch echt wieder so Klimawandel, ne? Es ist einfach nicht, ist es nötig, so alles von allem so krass viel zu haben und so krass die Städte auszubauen, oder ist es das nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, aber das gehört jetzt einfach nicht hierher. Es war einfach, wie gesagt, es war richtig heftig. Naja, dann haben wir uns so einen Chilltag auf dem Balkon gemacht. Wir haben da ein paar Stündchen in der Hängematte verbracht, sind nachher nochmal hoch zum Grillen gelaufen, zu dem Häuschen da und an den Steg runter und ach, es war einfach wunderschön. Und wir haben leider keine Elche oder Bären oder Wölfe gefunden. Ich wollte so gerne was sehen. Aber dafür haben wir am vierten Tag, da waren wir auch nochmal wandern. Und da haben wir tatsächlich, da ist mein Pferd kurz fast abgenippelt, da haben wir tatsächlich Elchkacki gefunden. Wir haben uns so gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben uns so gefreut, dass wir wussten, hey, hier ist wahrscheinlich morgens oder so ein Elch langgelaufen. Ich habe mich so krass gefreut. Natürlich, ich bin mir dessen bewusst, dass die Tiere gefährlich sind, vor allem in der freien Wildbahn. Jetzt ist auch gerade Kälbchenzeit und so weiter. Ist mir bewusst, ich würde das nicht schreiend auf die zulaufen und die umarmen. Aber ich finde die so imposant und toll. Es könnten eine meiner Lieblingstiere werden. Einfach. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Sie sind einfach wunderbar. Und deshalb hätte ich mich noch umso mehr gefreut, wenn ich natürlich einen gesehen hätte.
Aber gut, man kann nicht alles haben. So, nun kommen wir zu den endlich wichtigen Sachen des Lebens, und zwar dem Essen. Wie ich schon gesagt habe, wir haben sehr viel gegrillt, da haben wir echt gutes Fleisch gegessen. Einfach auch ganz normal Schwein und Rind. Aber was ein bisschen spezieller war, war einfach das Gebäck, was wir aus dem Supermarkt geholt haben. Das war auch aus so einer Backtheke im Endeffekt. Das war... Entschuldigung, da kam ein kleiner Gähner dazwischen. Das war ein Gebäck aus, ich weiß nicht, aus irgendeinem Teig und mit Milchreis gefüllt. Man kann das gar nicht richtig beschreiben, wenn man das nicht gegessen hat. Das war so lala. Und das andere, was wir gegessen haben, das hat einfach, das war sehr irritierend. Das war ein, wie ein großer Pfannkuchen. Also wie, ne, diese, Moment, jetzt sage ich schon selber Pfannkuchen. Wie diese Berliner. Diese, ne, es hat so ein bisschen nach frittiert und süß gerochen. Und dann hast du reingebissen und es war eine Reisfleischfüllung drin. Und das war auch so etwas, wo wir so dachten, das kriegt unser Kopf irgendwie nicht hin. Das ist irgendwie total komisch. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist jetzt total eklig, aber auch nichts, was wir sagen, das ist richtig, richtig geil. Also es war schon echt speziell, deshalb auch Spezialitäten, ne? Genau, und an dem letzten Tag, an dem Freitag, sind wir noch nach Lahti gefahren und haben da in einem Restaurant gegessen. Das war ein Wikinger-Restaurant, der einfach so gutes Essen hatte. Ich schwöre es euch, ich habe nie bessere Pancakes gegessen, die eigentlich so mehr crepe-artig waren. Es war himmlisch. Ich kann es nicht anders beschreiben, es war himmlisch. Und was haben wir auch gegessen? Zum allerersten Mal in unserem Leben haben wir Rentierfleisch gegessen und es war so lecker. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist sehr zart gewesen. Es war so ein bisschen wie Hirsch. Wenn ihr Hirsch probiert habt, schon mal war es wie Hirsch. Aber nicht so mit diesem Wildgeschmack, nicht so heftig. Also es war wirklich, man kann es gar nicht beschreiben. Ihr müsst es probieren, wenn ihr es essen würdet. Und vielleicht gibt es ja einen von euch, der das bereits schon mal gegessen hat. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Auch für die... Ja, es war einfach... Es war Wahnsinn. Man sollte es probieren, wenn man in Finnland ist. Allerdings nicht dieses Dosenfleisch. Das Dosenfleisch schmeckt in der Regel schlecht. Nicht gut. Aber wirklich, wenn ihr im Restaurant seid und ihr habt echt die Chance auf wirklich gutes Fleisch, dann solltet ihr euch das wirklich gönnen. Was da halt auch einfach total abgefahren war, war einfach, dass wir eigentlich so gut wie überall Internet hatten. Egal wo wir waren, wir hatten fast immer Internet. Also wirklich auch im tiefsten Waldbusch, wie auch immer. Die hatten da teilweise sogar alles ausgelegt mit so Planen. Also nicht mit Planen, mit so Planken, mit so Holzplanken, damit man nicht in den Sumpf oder Moos oder wie auch immer versinkt. Das war richtig abgefahren. Das sah so cool aus. Und ich kann das gar nicht beschreiben. Es war einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, die hatten da alles Mögliche an Internet. Wir haben da Netflix schauen können abends, um runterzuschalten, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen zu chillen. Das haben wir auch wirklich nur abends gemacht. Ja, und wir haben aber schon gemerkt, den Tag, also gestern, das Video wird ein bisschen später hochkommen, aber gestern, als wir dann einen Tag, bevor wir fliegen mussten, schon mitbekommen haben, so, oh, jetzt geht's so zum Ende hinzu, waren wir schon echt traurig. Wir haben auch, wir haben uns verabschiedet, wir sind nochmal zum Steg runter, wir waren jeden Tag am Steg und haben uns da einfach alles angeschaut. Wir haben diverse Tiere gesehen, wir haben ein Kaninchen gesehen, wir haben Hasen, einen Feldhasen gesehen, wir haben einen Frosch gesehen, wir haben, was haben wir denn noch gesehen? Ja, diverse Echsen haben wir gesehen, aber ich glaube, das waren alles die gleichen. Wir haben Vögel gesehen, die Singschwäne, die finnischen Singschwäne haben wir leider nicht gesehen, ein paar Pferde standen natürlich auch auf der Koppel rum. Wie gesagt, die großen Sachen, die ich so gerne gesehen hätte, haben wir leider nicht gesehen. Aber ja gut, wir sind uns einig, wir sind nicht das letzte Mal dort gewesen, weil es einfach so, so wunderschön war. Werden wir definitiv öfter hin. Wir würden gerne mal das nächste Mal auf eine Elchfarm gehen. Es gibt eine Elchfarm, wo du, ich glaube, es gibt eine Führung und du kannst die Tiere sogar streicheln. Und das ist so mein absoluter Wunsch.
Und ja, ich weiß nicht, also es war einfach wunderschön, diese Erfahrung zu machen. Auch dieses, du bist ja gar nicht mehr gewohnt, dass du so viel Ruhe erfahren kannst. Es war so unglaublich ruhig dort. Du hast teilweise nur Insekten gehört und nicht mal einen Vogel. Es ist so weitläufig da, dass die Tiere haben wunderbar viel Platz. Die Natur hat viel Platz und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich bin so begeistert, wirklich. Ich bin so begeistert von diesem Land. Abgesehen jetzt von der Sprache, die finde ich ein bisschen anstrengend. Mit ganz vielen Äs, Doppelt-Äs, Is, Has und Js. Ich weiß nicht, wie man das lernen kann auch. So, ja, es ist schon krass. Es ist schon krass. Aber ich bin sowieso kein Sprachwunder, also Sprachenwunder, deshalb kann ich da, vielleicht finde ich das nochmal extra schwierig. Aber wie gesagt, das ist einfach wirklich zum Abschalten. Da kann jeder Englisch einfach und ja, es ist einfach ein Traum gewesen. Es ist wirklich ein Traum gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wir sind, wie gesagt, absolut begeistert. Was es da noch zu sagen gibt, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach, es war einfach ein Traum. Für uns war es genau das Richtige. Und ich hoffe, dass wenn ihr wegfahrt oder weggefahren seid, dass ihr auch einfach eine schöne Zeit hattet, so wie ihr es euch vorgestellt habt. Und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben in die Kommentare, ob und wo ihr wart und wie ihr es fandet. Und wenn nicht, dann, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch eure Meinung dazu, ob wir das öfter mal machen sollen, einfach über ein Thema quatschen, sodass wir so ein Level-Talk-Video machen. Das habe ich auch schon bei vielen gesehen. Habe jetzt allerdings nie also wirklich ein Thema gehabt, wo ich drüber hätte reden können. Beziehungsweise mir ist nichts eingefallen, was denn auch so interessiert. Ne? Ich kann natürlich über viele Sachen reden, aber ja, soll natürlich auch ankommen. Und naja, soll auch so ankommen, dass wir über die Hindernisse kommen. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, auf das ich mal einfach ein bisschen quatschen soll, über das ich quatschen soll, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben und wir gucken dann mal, ob wir da nicht auch einfach eine Folge draus machen. Denn an sich finde ich das echt entspannt, auch so beim Leveln. Wir haben jetzt Seafly schon auf Level 5 mal eben. Ja, das gefällt mir recht gut, muss ich sagen. Oh, jetzt ist er fast hier runtergefallen. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut und ja, wenn ihr ein Anliegen habt oder eine Idee oder so etwas, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder auch sonstiges. Ich beantworte euch Fragen und so weiter und so fort. Übrigens, jetzt wird auch noch der passende Aufruf für ein Q&A sein, was jetzt differenziert ist von dem Level Talk. Bei dem Level Talk geht es darum, dass ihr mir einfach ein Thema vorschlagt. Beim Q&A machen wir ja, über Fragen, die ihr mich fragen wollt. Einfach über persönliche Sachen, über SSO-Sachen, über... Ihr könnt euch aussuchen, die Sparten sind offen, wir legen alles zusammen. Es kann auch über Hausfidelity sein, das ist nur einfach entspannter hier bei diesem Spiel darauf zu antworten. Bei Hausfidelity ist es relativ, ja, eher langweilig, wenn ich da meine Pferde mache und ja. Ja, ihr könnt mir gerne diverses in die Kommentare schreiben und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen und auf eure Fragen, Antworten, was auch immer. Und ja, wir sehen uns entweder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Kommt auch gerne auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns dann oder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.